Halli und Hallöchen, liebe Freunde, zurück zu einem neuen TCG Opening. Und zwar wieder mal ein ganzes Display von Clash der Rebellen. Und zwar heute in einem besonderen Format, und zwar im Beat the Box Format. Plus versus meine Freundin. Auch sie wird noch ein Video machen mit ihrem Display. Und dann werden wir sehen, wer es geschafft hat überhaupt, dass man den Preis dieses Displays reinzuholen, und wenn das beide geschafft haben oder beide nicht geschafft haben, spielt die Differenz eine Rolle. Also wer hat mehr Gewinn gemacht oder wer hat weniger Verlust gemacht in dem. Ne? Während ich das öffne, sitzt meine Freundin gleich mit nebenan und guckt parallel, was die Karten so wert sind, damit wir dann noch am Ende des Videos gleich ein Ergebnis haben. Und am Ende ihres Videos werden wir dann sehen, wer es geschafft hat. Oder halt auch nicht. Ja? Ich fange heute an und ja, ich lege einfach mal los. Ja? Nicht lang schnacken. Wir fangen mit Godform an. Und ich wünsche mir natürlich ganz viel Glück. Natürlich wünschst du mir das. Ja. Mhm. So. Wir fangen mit einer Psychoenergie an. Mit Phonifras, Xatu, Navitaub, Mabula, Wingull, Natu, Schmerbe, Raffel, Pelzebub wird nichts wert sein und Smetbo. Ah, das ist alles nichts. Das ist alles nichts. Ja, den Brot kann man ja dann am Ende zusammen. Genau, genau. Die Codes natürlich auch. Die bringen auch immer 40. Genau. Auch die Codes, genau. Die Kartencodes und der Bulk wird dann noch mit dazu gerechnet. Genau, die Codes jeweils bringen 40 Cent, genau, aktuell. So, Stahl. Waggon, Phonifras, Xatu, Galapantimos, Raupi, Schmerbe, Picuda, Velosi, Toxel und Medevoltec. Achso, wir haben noch gar nicht gesagt, aber wahrscheinlich habe ich es schon eingeblendet. Wir müssen versuchen, 120 Euro zu schlagen. Ja, also 120 Euro wieder reinzuholen. Das wäre zumindest schon mal ein guter Start. Ob wir das schaffen mit diesem Display, das bleibt natürlich die große Frage. So, Wasser, Ausrüstungsentsorger, Stuart, Waggon, Shinux, Sangbu, Clonkett, Skunkapoo, Pepi, Scaraborn Reverse, Galapantifrost. Das ist alles noch nix, ja. No Money Card. Lass noch auf dich warten. Die erste Hälfte ist echt bisher noch nicht ganz so gut. Gucken wir mal, was hier noch kommt. Knapfel, Primova, Carpador, Medite, Skunkapoo, Knapfel als Reverse und Nuralo oder ein Holo. Mhm. Das ist schon mal ein Hit und der ist bestimmt auch ein bisschen was wert. Vielleicht so hoffentlich ein Euro. Das wäre schon ganz gut. Ja, hier kann man nochmal kurz in Nahaufnahme. Ja. So, in der Zeit, während meine Freundin nachstudiert, gucke ich schon mal, was das nächste Booster bereithält. Ein Bronzong. Wow. Weißt du, was Duraludon auf Englisch ist? Duraludon? Mhm. Ja, moin. Vulpix, Paragoni, Galaporenta, Raffel, Electek als Reverse, Schlaraffel. Ein Schlaraffel. Haben wir schon einen Zwischenstand? Ich suche noch. Okay. Dann gucken wir noch weiter. Latinecto, Galamine 1, Bronzong, Galamagabaya, Ebaya, Velosi, Smogon, Bämon, Galakorason als Reverse. Und Patinaraya V. Der nächste Hit. Der nächste Hit. Und der wird auch jetzt gleich mal eingesleeved hier. Das ist, ne? Safety first. Und ich muss sagen, es sieht tatsächlich sehr weiblich aus. Es sieht aber aus, hätte es hier so Lippenstift und hier so Wimperntusche. Kann das sein oder sieht das allgemein immer so aus? Ich weiß es nicht.
Erstmal schön auf mein Handy-Display gespuckt. Ja, moin. Corona ist da. Aber zweiter Hit auf jeden Fall. Und die Recherchen hier, die stocken. Ja, denn. Denn? Es gibt nur halt. Also, so ist die Promokarte. Ja. Ja, und den Code dazu, komischerweise. In Englischen gibt es anscheinend für den Blister noch einen Code. Aber okay, ich würde jetzt einfach mal auf die Non-Holo zugreifen und sagen, würde machst ein bisschen mehr als 20 Cent, wie sie abgebildet ist. Und naja, 70 Cent. 70 Cent? Okay, na immerhin 70 Cent. 70 Cent Duraludon, ja? Da war schon mal immerhin. 70 Cent. Jetzt noch ganz schön. Genau, Patina Raya. Das kann nicht sein, dass hier so Englisch langsam. So, Schein. Was habe ich getan? Ich weiß noch nicht, ob du den Pokémon. Ich habe irgendwas gemacht, aber ich weiß nicht was. Ich habe auf jeden Fall Mist gemacht gerade. Ja. Also Patinaraya wie Deutsch. Ja. Guckst du immer auf das Niedrigste oder? Ja, auf das Niedrigste. Von was es in deutscher Fassung gibt. Also machen wir auch wirklich das Niedrigste, was es gibt. Der günstigste Preis auf Card Market. Ja, 2,50 Euro. 2,50 Euro, okay. Ja, hier haben wir nur einen Durengard. Ansonsten haben wir hier nichts. Irgendwie, ich weiß nicht, was ich gemacht habe, aber ich habe hier irgendwie den Kartentrick verkackt. Naja, gut. Also ich frage hier bei der Recherche, du hast den Kartentrick falsch läuft. Ja, ist wieder Premium-Content ist das wieder hier. Premium-Content, wie ihr es auch gewohnt seid. Ja? Hast du die Patina-Reihe wie denn schon? Eigentlich? Ich glaube nicht. Oh. Ich glaube nicht. Schön. Ja, Plaudergeist, Sandra, Paragoni, Ronxel, Toxel, Knapfel, Galaframpino, ein Pilippa in Reverse und Simulara. Freunde, das bist du immer auch. Oh, hier glitzert's. Yippie! Ich habe schon was glitzern sehen. Das ist schön. Bitte lass es eine Sania sein. Bitte! Lebrana, Fangenergie, Bitora, Sichlor, Skalyk, Groldra, Magma. Wir haben ein Meditalis als Reverse. Okay, es ist eine Trainer-Full-Art. Okay. Aber deine Sania hast du doch schon. Aber in Rainbow. Ach so. Ich hätte die gern so als. Du machst nicht so spannend. Die Olivia, okay, Olivia. Olivia Fuller. Trotzdem auch eine sehr, sehr schöne Karte. Auch wenn sie im Spiel eine kleine, gemeine Frau ist. Ja, aber ich finde die echt cool gemacht als Karte. Du kannst diese Karte nur spielen, wenn du zwei andere Karten aus deiner Hand auf deinen Ablagestapel legst. Dein Gegner zeigt dir seine Handkarten, lege eine Trainerkarte, die du dort findest, unter sein Deck. Ja, ist glaub. Ja, puh. Kann ich schwer einschätzen tatsächlich. Ich weiß nicht, ob die dann so krass spielbar ist. Aber, okay, wir legen die mal hier runter, damit es. Weil, ja, oder ob die so spielstark ist. Spielbar wird sie schon sein, aber spielstark, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Aber cool, eine Trainerfullart, auch wenn es die andere Frau ist, ja. Ich hätte gern, das lebensfrohe Mädchen gehabt. Hm? Es gibt auch noch zwei Olivias, ne? Oh. Verfluchte Schaufel, ja. Na, Rainbow wahrscheinlich noch, ne? Nee, es gibt noch von Sonne Mond, ne? Oder so. Ach so. Irgendwas. Sonne Mond, hast du noch eine Olivia? Noch ein, oder. Stuart. Doch, das gab es auch. Der wollte. Komm schon. Olivia, du musst ein bisschen was wert sein. Bisschen. Nur ein bisschen. So 30 Euro vielleicht? 30? Das wäre schon gut. Okay. Okay, komischerweise bin ich die Zeit drin. Manu, verfluchte Schafe, Skanko, Pipi, Volteball, Nasknit, Wingull, Primano als Reverse. Und ein Drapfel in Holo. Das habe ich endlich gezogen. Jetzt habe ich Schlapfel und Drapfel endlich. Verdammte Axt. Ganze Entwicklung. Drapfel ist bestimmt ein bisschen was wert, weil der Effekt ist ziemlich gut.
die Fähigkeit, ne? Abfallfall. Einmal während deines Zuges kannst du 2 Schadensmagen auf ein Pokémon deines Gegners legen. Wenn du auf diese Weise Schadensmagen platziert hast, mische dieses Pokémon alle angelegten Karten in dein Deck. Also das ist eine ziemlich starke Fähigkeit. Also wäre ich schon sehr enttäuscht drüber, wenn die nicht ein bisschen was wert wäre. Tatsächlich. Also ich glaube, die ist jetzt nicht so massig wert, aber so bestimmt schon so 2-3 Euro würde ich jetzt schon denken. Wir müssen uns auf jeden Fall mal merken, dass wir nochmal wegen der Olivia nachgucken. Okay. Denn wie gesagt, es gibt hier anscheinend mehrere. Also die heißen jetzt an sich nicht Olivia, aber auf Englisch heißen die dann Olivia. Ja. Und das ist dann auch so. Kannst du nicht das Set einstellen? Also quasi, wenn du dann gesucht hast oder so, kannst du meistens nochmal nachjustieren deinen Suchauftrag. Okay, wir haben erst eine Wii und eine Trainer-Full-Art, also hier muss noch ein bisschen was drin sein. Die erste Hälfte war sonst sehr enttäuschend, auch wenn es natürlich eine Olivia Full-Art ist, aber... Oh, Befehl vom Boss als Reverse Rare ist bestimmt auch ein bisschen was wert. Ja. Und Smetbo. Und Smetbo. So, dein Trap. Ja. Ist. Oh. Ja. Nur 80 Cent. 80 Cent nur? Boah, das ist jetzt ein bisschen enttäuschend. Tatsächlich. Das ist ein bisschen enttäuschend. So, wir gucken einfach mal weiter. Hyperheiler, Trainingsplatz, Smogon, Bämon, Shinux, Sankbu, Clunket, und Xerox in Reverse Rare und Volumina. Also Reverse Rare sind bestimmt so, na bestimmt auch so 50, 60, 70, 80 Cent wert. Naja, für ein Drapfel-Volo schon 80 Cent wert. Naja, auf. Okay, ne? Oh, hier glitzert schon wieder. Mach mich nicht fertig. Doch, ich hab's gesehen. Horrorenergie. Mebrana. Pelzebub. Natu. Schmerbe. Raffel. Knapfel. Schallquapp. Iguana Reverse. Es ist eine V-Max. Und es ist Lieferlo V-Max. Schon wieder! Lieberlo V-Max! Also Lieberlo V-Max kann ich auf jeden Fall sagen, dass es 9 Euro wert ist. 9 Euro? Ja, weil ich das ja selber erst nachgeguckt habe vom letzten Video her, weil ich es ja verkauft habe. Und ja, das habe ich für 9 Euro gekriegt. Okay, also haben wir das schon geklärt, das haben wir schon geklärt, das haben wir schon geklärt und Knapfe haben wir schon geklärt. Wir finden jetzt quasi noch die 3 Karten hier. Olivia, Befehl vom Boss und genau. Xerox. Nein, Xerox, ja, kann ich nochmal so normal nachgucken. Befehl vom Boss ist sehr lustig, wenn ich diese Version 1 eingebe. Ja. Einfach mal 10 Euro wert. Ein Holo oder was? Nee, ein Reverse. Okay, das ist 10 Euro wert? Das ist sehr, sehr merkwürdig. Also der 30-Tages-Durchschnitt wert oder Preistrend ist 9 Euro und ich denke so, was für so eine Kinderkarte, das kann ich doch nicht sagen. Okay, dann nehmen wir die 10 Euro. Naja, wenn Cardmarket das so sagt, wie nein? Hallo, wenn Cardmarket sagt, das ist so, dann ist es so. Können wir mal gucken. Nee, du brauchst gar nicht gucken, du sollst Olivia und Xerox suchen hier. Mir die 10 Euro schenken da. Olivia finde ich nicht, Olivia muss ich einzeln mal suchen. Das kann doch nicht sein, dass die einfach mal fucking... Nehmen wir Reverse? Gar nicht. 10 Euro? Krass, das ja. 9. Ja, von mir ist auch 9 Euro. Weißt du, das ist dann wieder der 1 Euro, der mir dann wieder fehlt, weißt du? Ja. So, Xerox fehlt noch und Olivia an sich. So, vorletztes Pack der ersten Hälfte. Mal gucken, was wir hier noch draus ziehen. Magma, Magabaya, Gewaya, Velosi, Mabula Reverse und Britziegel. Wie? 3 Euro kann ich die ganze Zeit sagen. 3 Euro, das also nehmen wir gerne mit. Niedrigsten wirklich ausgeht. Manche weiß ich schon so langsam so, aus. So, Befehl vom Boss bleibt so und die 2 fehlen noch.
So, okay. Letztes Booster der ersten Hälfte. So, schauen wir mal, was uns das letzte Booster der ersten Hälfte bereithält. Morpeko, Carpador, Mediti, Skunkapoo, Mabula, Wingull, Illizard Reverse und Gyarados in Holo. Also noch eine Holo-Karte. Okay, okay, okay. Dann, ja, schieben wir mal die Holo-Karten hier rüber und die Reverse Rares machen wir auch mal mit hier hin. So, Britz Igel haben wir hier und hier haben wir Olivia und Libalo. So, schieben wir alles noch ein bisschen runter, damit man das auch hier sieht. So, 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 so. Und dann kommen wir auch schon zur zweiten Hälfte meines Displays. Und schauen wir mal, was da noch drin ist. Also wir haben jetzt zwei Vs, eine V-Max und eine Full Art. Also wir haben jetzt vier Hits. Das heißt, hier müssten auch nochmal vier drin sein. Ja, oder das wäre zumindest ganz schön. Elisard, Duokles, Scaraborn, Paragoni, Bronze, Toxel, Knapfel, Galar Flampignon, Maskeregen und Befehl vom Boss in Holung. Also, Katsching! Nochmal 10 Euro, also 9. 10. Diesmal 10, weil es ja auch ein Duel ist. Ja, das andere war eine Reverse. Rare! Also, Spielbox gibt es noch anscheinend nicht so oft, weil sich Finishing aus. Aber nicht aus Clash der Rebellen. Ich bin noch sehr neu, wenn es um Card Market geht. Okay. Man merkt. Also Xerox und Olivia fehlen, ne? Ja. Okay. Also ich hoffe aber, dass ich dir da noch besser kann. Ja. Und ich rechne mal, wie viel du eigentlich überhaupt noch brauchst. Magma Reverse. Du als normale Rare. Nix. Nix. Upsa. Ja, was ist denn der aktuelle Zwischenstand? Ihr werdet es natürlich sehen, aber... Noch 85 Euro. 85 Euro, ja. Und da fehlt halt noch Olivia, die abgezogen werden muss. Und genau. Xerox. Also ich meine, gut, Xerox wird halt nicht so viel bringen, aber... Ja. Ob ich so einen normalen Wert finde? Ja, Electek, Raffel, Losi Reverse, Galar Flampivia. Als normale Rare. So. Ja, guck mal, ob du vielleicht eine Olivia so findest oder so. Als Full Art und dann gucken wir mal, ob da irgendwie ein Konsens gefunden wird bei den normalen Kartenshops, sage ich jetzt mal. Dann müssen wir halt danach gehen. Famicula, Colossant, Olivia, Skunkapoo, KB, Voltobar, Nasknit, Wingull, ein Duokles Reverse und dann die Politox. Deponitox, ist das Kunst oder kann das in den Bild? So, next pack. So, ich habe jetzt mal die Nummer endlich gefunden. Okay. Kartennummer. Jetzt hätten wir, genau, Trott. Gib mir mal einfach die Karten. Dann finde ich es einfach. Das ist nicht so. Okay. Ich schiebe mal noch ein bisschen rüber. Okay, Famicula, Smogon, Shinox, Galar Macabaya, Knapfel, Primova, Carpador Reverse, Velsa. Velsa. Wir haben noch keinen Hit aus der Seite hier. Okay. Unlicht. Der Yahoo. Potrot, Luxio, Klonket, Mediti, Mabula, Lactic, Natu, Skuntank Reverse und ein Kubuin in Holo. Also, Olivia Full Art. Habe ich jetzt so mal nachgeguckt. Ja. Macht die Mitte 20 Euro. 20 Euro, okay. 20 Euro. 20 Euro, sind noch 65. Genau. Mir fehlen. So, jetzt wird noch Xerox. Ja, Xerox. Wie gesagt, muss ich doch mal so gucken. Und Kubuin. Genau, ach so, ja, ja. Genau. Aber diese ganzen Holo-Karten. So.
Chandra, Bronzong, Yarrow, Smogon, Bamon, Shinox, Zangibu, Clonkett, ein Pokusan als Reverse Rare. Und es glitzert und es ist ein Riffex wie ein Fuller. Bam, bam, bam. Der Boss ist in the fucking house. Oh. Ja, Riffex Fuller, geil. Geil, 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 geil. Pokusan noch rauslegen, bitte. So. Ja, ist eine Reverse Rare. Hallo? Wer Pokusan nicht ehrt, ist das Riffex wie ein Fuller nicht wert, sag ich mal, ne? Riffex Fuller, geil. Und es sieht so fantastisch aus. Krass. Es fehlt nur noch eigentlich die Rainbow-Variante. Glaube ich. Ja. Den Rest habe ich schon gezogen. Ah, geil. Riffex Fuller. Das ist fantastisch. Das ist wirklich, wirklich fantastisch. Da freue ich mich genauso, als hätte ich eine Sanier gezogen. Und noch ein Riffex wie dahinter. Ein Normal. Als normale Wie. Sehr, sehr cool. Aber wir haben keine Sleeves mehr. Also muss ich mal ein bisschen improvisieren hier. Ne? Ein Riffex als normale Wie-Karte. Okay, ich leg das mal noch hier hin. So, also Kubin hast du auch noch nicht. Und Garados fehlt noch, ne? Naja, war ich gerade dein wunderschönes. Na, ich muss nur wissen, dass wir auch ein bisschen so die Übersicht behalten. Okay, jetzt läuft es, Freunde. Jetzt läuft es aber richtig rund. Eine Rainbow oder eine Secret Rare wäre noch geil. So ein Galarmod Singer oder so. Costurso, Geraldine, Luxio, Schmerbel, Picuda, Losi, Lotoze, Fukano, ein Resslerdero und Pop. Also, Befix normal, 2,50 €. Das ist schwach. Ja, fand ich jetzt auch. Das ist ein bisschen schwach. Und als Full Art? Dann müsste ja gleich Version 3 oder so oder 2 sein. So. Und jetzt gucken wir trotzdem weiter. Waggon. Costurso. Geraldine. Groldra, Magma, Galamagabaya, Gewaya, Velosi, Shinox Reverse und ein Durengard. Und Reflex Full Arch, 10er. Ein 10er? Krass, genauso viel wert wie Befehl vom Boss, oder was? Ja, also das mit dem Befehl vom Boss glaube ich wirklich nicht so. Ja, gut. Hm. Wenn ich das jetzt so sehe, dann. Aber gut. Was ist denn die Full Art bitte wert? What the fuck? Okay, next pack. Maskeregen, Primano, Waggon, Electek, Raffel, Schnäbedeck, Natu, Unratütox, Safcon Reverse und ein Skelabra in Holo. Ich leg dir einfach mal die Karten, die jetzt noch fehlen, leg ich dir einfach mal hier hin. Genau. Weil sonst verliere ich irgendwann die Übersicht. Ja. Und dann wird's kriminell. So. So, 65 Euro brauchen wir noch, nachdem die Olivia abgezogen ist. Ja, ein 10er für Riffex V in Full Art nochmal. Okay. Wir sind vielleicht so bei 40, sag ich jetzt mal. Ja. Da, also da muss noch ein bisschen was kommen. Raupi, Töffelt Stadion als Reverse. Ach, das ist ein Pokusan, das ist normale Rare. So, Garados 60 Cent. Garados 60 Cent. Okay, wir haben noch. Warum können die denn nicht einfach den gleichen Namen auf Englisch haben? Ja, weiß ich auch nicht. Sechs Booster haben wir jetzt noch. Mit dem hier natürlich mitgerechnet. Sechs Booster. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und Orgel. Ein Orgel. Ich wusste gar nicht, dass es Kugeln auf dem Ziel gibt. Ja,
Gibt es auch als Wii-Karte. Kokorin 50 Cent. Na gut, aber es ist eine Holo, da vertrage ich das. 50 Cent für eine Holo. Außer Befehl vom Boss, das kostet erstmal 10 Euro eine Holo. Ja, moin. Ja, nee, das ist schon, hat schon alles so seine Richtigkeit. Ich bin da noch. Blacktech? Nee. Ich bin mir da sehr sicher. Ein Waggon und ein Gortrombi. Als nächsten Hit. Sehr, sehr gut. Noch eine Wii, das heißt noch mehr Money. In meine Tasche. Ja, also ich finde, das geht recht schnell mit den. Achso, Xerox. Hattest du Xerox schon? Nee. Nein, habe ich ja nicht gefunden. Aber okay. Das ist schon mit. Die, so, also wenn ich das sehe, sind die Holo-Karten immer zwischen 50 und 80 Cent. Okay, welche hast du jetzt? Skelabra. Skelabra. Okay, Skelabra, 70 Cent. Ja? Okay. So. Wir haben Anziehungsnetz, Plaudergei, Akkub, Toxel, Knapfe, Galaflampignon, Skoppel, Vulpix, Vulcano in Reverse und Fasersnoop. Okay, die letzten drei Packs. Das ging jetzt echt gut. Griffex. Nicht so viel gezogen bisher. Zwei Hits können nee, noch es, kommen. Nee, es geht wirklich von den Hits her, aber ich finde dadurch, dass, also ganz ehrlich, wenn ein Befehl vom Boss so teuer ist, der Wahnsinn. Ja, das stimmt allerdings, aber trotzdem noch so ein paar richtige Hits. Nee, ist nur eine Common Rare. Ein Hit brauchen wir noch. Also Xerox ist nicht mit aufgelistet. Okay, dann lassen wir es auch raus. Dann zählt das nicht. Ja. Dann ist Xerox leider kein Hit. So. Vorletztes Pack. Komm. Rainbow. Secret Rare. Also hier Goldkarte. Das muss doch noch drin sein, Freunde. Das muss doch noch. Wo ist der letzte Hit? Wo? Freunde, wo? Ist er hier? Man weiß es nicht. Famicula. Donarion Holo. Glaube ich sogar schon mal gefunden. Ja, du bist ja auch immer relativ schnell in sowas. Aber nicht. So, letztes Pack. Lieberlo. Ja. Machst, weil ich bin so. Jetzt habe ich es langsam. Okay. Also, Gortrom ist auch nochmal 3 Euro. Das ist echt schlecht. So. Das Kokosan, ist. Dann, ob das auch schon aufgelistet ist. Hm? Das ist eine gute Frage. 3 Euro für eine Vika, das ist halt echt nicht viel. Da wird das so. Kokosans englischer Name ist Hokus Pokus. Ah ja, ja moin. Ja moin. Ist auch überhaupt nicht geschrieben. Nee. Und? Guck mal nochmal. Warte, nein, Quatsch, ich hab gelogen. Es ist, Pokusans Name ist ein Misch aus Hokus, Pokus und Sahne. Englischer Name ist Al Creamy. Das klingt gut. Und? 14 Cent. 14 Cent? 14 Cent? Ich muss alles mit dem, was ich das kriegen kann. Wahrscheinlich dann eher auch eine Burgkarte. Ich würde auch die Burgkarten, was, ich weiß nicht, was du sagst. Wie Donarion, also, 14 Cent oder was? Donarion ist. Achso, na, weil du mir schon wieder gegeben hast? Ja, naja, also hallo. Ich bitte mal drum, dass hier ordentlich gearbeitet wird. Ja, natürlich. Ich verstehe ja, das. Wir sind ja höchst professionell auf diesem Kanal. Ja? 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 So habe ich jetzt schon gedingst? Ja, ich habe jetzt schon gedingst. So. Wann finden wir noch, genau, ist dabei. Für
Ja. 15 Cent. Ach ja, boah. So, 15. Jetzt gucken wir mal, ob du jetzt noch, wie viel du noch brauchst. Ich rechne noch. Ich mach schon mal langsam, ne? Vitalis Pelzebub. Ein Voltoball. Ein Nasgnet. Kannst du ja kurz vorm Wingal. Paragoni. Bronze. Smetbo als Reverse Rare wird halt nichts wirklich. Also Smetbo kann ich mir nicht vorstellen, dass der großartig was wert ist. Glitzert? Es glitzert. Okay, du bist bei 46,41 Euro. Im Plus? Na, nee, na, das fehlt dir noch. Das fehlt mir noch? What? Wenn ich jetzt richtig... Oh Gott. Okay. Und der letzte Hit aus diesem Display ist... Du hast gesagt, das glitzert. Eine V-Max. Ja. Und zwar... Patina Raya. Patina Raya. Das hatte ich schon gespeichert, das ist gut. Ja, Patina Raya V-Max als letzter Hit. Das, ja. Kein Rainbow, keine Secret, also keine Goldkarte. Genau. Uff. Wir rechnen auch alles nochmal nach. Ich kann ja mal noch sagen. Was kostet denn Patina Raya? Das kann nicht sein, 4,50 Euro. Das ist der Quatsch. Auf Deutsch? Naja, dann ist so. Krass. Dann ist halt keine gute Karte. So, da sind wir wieder. Und nach all dem Rechnen sind wir auf mit den 36 Codes auf einen Gesamtwert von 14,40 Euro gekommen. Und die Bullkarten nochmal ungefähr 13,95. Wir haben mit 0,05 Cent pro Bullkarte gerechnet. Endergebnis ist minus 18. Das heißt, ich habe 18 Euro minus gemacht. Ich habe es nicht geschafft, die Box zu bieten. Und ich bin jetzt sehr gespannt, was im nächsten Video passiert, ja, wenn meine Freundin ihr Display rippt und ich dann quasi der Moneyboy bin, ja. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne mal einen Daumen da und ja, vielen Dank fürs Einschalten. Und ich sage tschüss, bis dahin, bleibt geschmeidig.